Ich begrüße euch in der Folge Dragon Quest 9. Im letzten Part haben wir hier aufgehört im Kampf gegen Tatze, der uns am Ende des letzten Parts herausgefordert hat. Und draußen, ich stand an dem Part, und draußen klingt irgendwas so, als ob ein Alien-Raumschiff hier landen würde. Falls man irgendwas Komisches hört, tut mir leid, dann hat anscheinend gerade ein Alien-Raumschiff oder so. Keine Ahnung. Egal. Das ist absolut nicht wichtig. Wir kämpfen gegen Tatze. Und sollen die Aliens auf die Erde invadieren? Ist mir egal. Tatze ist heute dran. So. Der hat uns nämlich im letzten Part angegriffen. Und gegen den geht's heute. Im letzten Part haben wir Tatze als Trainer gesucht. Und haben sie gefunden. Und haben ihn damit dann aufgeweckt. Und ja. Genau. Das war so die Zusammenfassung vom letzten Part. Und heute ist er dran. Mal gucken, was er dagegen auszusetzen hat. So. Wir kämpfen hier mit meiner typischen Taktik, wie immer halt. Alle ein bisschen buffen und so, man kennt das ja. Gut, dann steigern wir von einem Abwehrkraft hier ein bisschen weiterhin. Und erreicht ja, ja, er erreicht die 100, sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut, dann weiß ich, was ich mache. Dann sollte ja jetzt eigentlich diese Runde Geschichte sein, hoffe ich zumindest mal. Du machst einen Helmspalter, um eventuell die Abwehr zu senken. Du machst Falkenhieb. Du machst Multiheilung. Ich hoffe, Fabi überlebt das. Und du machst Schmurgel. So, mal gucken. Ich hoffe, Fabi überlebt das. Ich habe jetzt mal so ein bisschen auf Risiko gespielt. Mal gucken, ob das klappt. Sehr schön. Okay. Jetzt geht auf Fabi, oder? Nee, okay, alles klar. Wundervoll, er hat es überlebt. Auf Risiko spielen hat also geholfen. Guck mal an. So, und jetzt muss er sterben noch. Richtig, sehr schön. Ja, das war nicht wirklich schwer. Aber ich bin ja auch ein bisschen hochgelevelt. Muss man dazu erwähnen. Wundervoll. Okay. Eine Drachenschuppe, sehr schön. Oh, die Kamera sieht jetzt ziemlich cool irgendwie. Dann bist du also Marvin. Ich kenne dich. Ich habe dich schon oft gesehen. In meinen Träumen. Tut mir leid, dass ich dich angegriffen habe. Ich war noch nicht ganz wach. Ich habe geträumt. Ein 300 Jahre alten Traum. Eine sterbliche Zofe. Sie ist also Zofe gewesen, okay. Suchte überall nach Tatsets Trainer. Aber am Ende starb sie in Schloss Schroffenheim. Und dann gelangte sie aus dem Traum herauszurück in die Welt. Du kennst sie natürlich. Ich habe mich sehr lange selbst bestraft, weil ich Sirena und ihren geflügelten Freund nicht retten konnte. Aber in der Nacht, als ich alle zum Himmel aufstiegen, wusste ich, dass sie beide in Sicherheit waren. Ja, das war die Nacht, als die Himmlischen zum Himmel aufgestiegen sind. Und du, du hast sie gerettet. Hier, nimm das als Zeichen des Danks. Also die Nacht, als wir das Spiel beendet haben quasi, als wir Kurs besiegt haben und er mir normal wurde durch Sirena und so. Wollte ich dir geben, wenn wir uns mal treffen sollten. Was bekomme ich Schönes? Noch Richalkum, dankeschön. Das ist ja lieb von dir. Gut, kann man bestimmt wundervoll für irgendwas verwenden. Ich werde dich beschützen. Von hier oben auf einem Turm werde ich dich immer im Auge behalten. Wundervoll. Wegdienst. Ja, jetzt Tatze munter. Perfekt. Dann sollte uns jetzt nur noch eine Story-Mission fehlen. Und die gehen wir jetzt an, würde ich sagen. Der junge Schleim ist ein alter Freund von mir. Ich bin froh, dass er euch zu mir brachte. Ich wusste, ich würde aufwachen, wenn ich dann herabfallen. Würde ich herabfallen? Marvin, ich werde euch beschützen. Hier von meinem Turm werde ich über euch wachen. Okay. Oh, ups, ich wollte mit dem Schleim reden, nicht mit dir. Bla bla bla. Ja, ist gut, ich will mit dem Schleim reden. Ich stehe ja davon, euch beschützen zu wollen, obwohl ihr ihm geholfen habt. Aber danke euch vielmals. Er war sicher nett von euch, hat euch zu helfen. Sicher wäre auch geringer euch sehr dankbar. Tropfwohl. Oh boy, okay. Ja, dann ab nach Flensburg, würde ich sagen.
dass wir die Quest annehmen können. Das ist zumindest mein Plan. Ob wir den in die Tat umsetzen können, wer weiß. Ich glaube nicht, definitiv nicht. Ist ja richtig schwer, eine Mission anzunehmen, auf jeden Fall. Oh boy. Okay. Das müsste die von Pavo gewesen sein. Also der Himmlischen, die hier im Rast an Recken rumsitzt. So, ich muss bestimmt von hinten mit dir reden, oder? Wie sie ihren Kopf umdreht. Sei gegrüßt, Marvin. Ich habe deine Ankunft bereits erwartet. Vergib mir meine Direktheit. Ich dachte jetzt zum Beispiel Dreistigkeit. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Wirst du ihn dir anhören? Du hast vielleicht schon einmal von einem großen Schatz gehört, der als Gebetsperle bekannt ist. Es ist ein Juwel voller tiefer Geheimnisse, das angeblich die Macht hat, das Schicksal eines Himmlischen zu verändern. Ein funkelnder Stern sprach zu mir. Er hieß mich, eine Gebetsperle zu suchen. Die Wünsche eines solchen Sterns dürfen nicht ignoriert werden, doch ich bin diesen Ort gebunden. Wirst du diese Aufgabe im Namen einer himmlischen Gefährtin erfüllen? Okay, meinetwegen. Du willigst ein, dann ist dir meine Dankbarkeit gewiss. Der funkelnde Stern erzählt von einer Grotte, oh nein, wo der mächtige Parseval haust. Dort sollte die Gebetsperle sich befinden. Okay, alles klar. Parseval, den kennen wir noch nicht. Das heißt, die Quest können wir jetzt noch nicht abschließen. Gut, ja, ich habe einen Plan B. Wir machen einfach Grotten. Ich dachte, jetzt in dem Part können wir einfach schön, ja, die Sache abschließen hier. Die Story-Quests, aber nee, okay, alles klar. Ich habe eine Stufe 70 Grotte, die können wir jetzt mal zusammen machen, weil die halt vielleicht einen neuen Boss enthalten könnte. Ich meine, wir könnten auch andere Sondermissionen zum Beispiel machen, aber ich habe jetzt Bock, eine Grotte zu erkunden. Ich habe gesprochen, deswegen machen wir es jetzt. So. Die befindet sich hier, da wo auch die Grotte von Mortimer. Mortimer, oder? Keine Ahnung, war. An dem Ort. Bei Wasaba, ne? Und ja, das ist ziemlich praktisch. Dann können wir gleich schnell hinfliegen und können die Grotte machen. Und dann war es das wahrscheinlich auch wieder mit dem Part. So. Genau. Dann machen wir im nächsten Part wahrscheinlich ein paar andere Sondermissionen. Außer, es wäre halt witzig, wenn ich in der Grotte diesen... Oh, nein. Diesen Parseval finden würde. Das wäre echt geil. Ich weiß auch gerade nicht wirklich, wer das ist. Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht genau, ob das der ist. Egal. So. 72. Ja. Mal gucken. Ich bin schon richtig gelandet. Cool. Eine Feuerkrotze. Nein. Die mag ich, glaube ich, am wenigsten. Naja, aber die repräsentieren wenigstens die momentan reellen Temperaturen. Ah, ich habe schon die Treppe gefunden. Cool. Draußen ist auch mal wieder verdammt warm, aber das habe ich am letzten Part schon tausendfach erwähnt, deswegen ich will euch damit nicht wieder die Ohren zukauen. Ich habe das allgemein in jedem Let's Play, glaube ich, momentan so ein bisschen erwähnt. Ich habe echt viele Themen auf jeden Fall zu besprechen. Und es kommt sogar noch im Mario Kart 8 Part, wo ich auch darüber rede, über Jahreszeiten. Richtig geil, ja. Momentan gibt es Qualitätscontent hier auf dem Kanal. Boah, das ist ja richtig krass hier. Mann, ey, richtig die Qualitätsthemen. Sowas gibt's auf keinem anderen Kanal auf YouTube, nur bei mir. So richtig die besten Themen, die YouTube zu bieten hat. Ja, ja. Alles nur hier bei mir. Also es lohnt sich immer wieder in jedes Let's Play Video einzuschalten. Echt mal, schaltet mal bei den anderen Videos ein. Ganz ehrlich, Dragon Quest kommt so voll gut an auf meinem Kanal. Und dann schaue ich mal so Xenoblade Chronicles an. Zwei Aufrufe. Null Likes. Ja, okay, ja, stimmt nicht. Xenoblade ist noch relativ okay momentan. Das ändert sich auch irgendwie gefühlt jeden Tag. Das ist voll witzig, die Kanalstatistiken. Irgendwie, Dragon Quest kommt immer richtig gut an. Und wenn nicht, dann kommt es am nächsten Tag richtig gut an. Und braucht halt einen Tag, um quasi, ja, die Views zu holen, sozusagen. Und dann gucke ich mal so an, meinetwegen, Hyrule Warriors, was vor kurzem erst gestartet ist. Der erste und zweite Part, die kamen... Oh, hi. Die kamen beide so gut an, vor allem der erste Part. Und dann Part 3, ja, so drei Aufrufe, 0 Likes. Und dann ging es immer
weiter so. Ich verstehe es nicht. Wow, ich finde gerade ziemlich schnell die Treppen. Ich verstehe es nicht. Was habt ihr gegen die anderen Projekte? Ich meine, ja klar, es sind ein paar viele, aber daran arbeite ich momentan ja. Daran arbeite ich momentan ja, dass es weniger werden. Deswegen... Hallo, wieso finde ich gerade immer so viele Treppen? Deswegen, weiß ich nicht, was ist denn los mit euch? Dragon Quest ist... Ich meine, ja klar, es ist bestimmt... Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das Let's Play einfach finden, weil Dragon Quest halt für sie so ein Kindheitsspiel ist und so. Habe ich allgemein so das Gefühl, dass voll viele Leute Dragon Quest 9 als erstes Dragon Quest haben. Und deswegen immer so, Wenn irgendein YouTuber irgendein Dragon Quest Teil in die Kommentare, spielt, schreiben die in die Kommentare, oh, kennst du Dragon Quest 9, das Spiel ist so cool und so. Das habe ich voll oft gesehen, irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat jedenfalls jemand, den ich geschaut habe, Dragon Quest 4 Let's Played. Und dann schaue ich in die Kommentare und dann, Dragon Quest 9 ist ein tolles Spiel, ist so ein Kindheitsspiel für mich. Und ich meine, ja klar, Dragon Quest 9 ist ein schönes Spiel, und es ist auch ein Kindheitsspiel für mich. Aber es ist eben halt nicht das einzige Dragon Quest auf dem Planeten. Es gibt noch bessere Teile. Ich will jetzt hier von niemandem die Kindheit zerstören. Ich meine, ich liebe das Spiel genauso wie ihr wahrscheinlich auch. Aber ich mag halt trotzdem andere Teile mehr. Und deswegen, ja. Aber trotzdem, durch diesen Fakt, dass halt das Spiel für viele einfach so ein... Ich kann mir vorstellen, also ich kannte Dragon Quest schon vorher. Ich habe Dragon Quest 8 als erstes Spiel der Reihe gespielt und habe mich dadurch in Dragon Quest verliebt. Und deswegen musste ich mir Dragon Quest 9 auch kaufen, als es rauskam, quasi. Und ich kann das so vorstellen, bei vielen Leuten war das so, dass sie Dragon Quest 9 damals so spontan im Laden gesehen haben und sich dachten, oh, das Cover sieht ganz cool aus, das kaufe ich mir mal so, wie man es halt kennt. Und dann haben die das Spiel halt voll mit Nostalgie in Verbindung gebracht und so. Und deswegen... ja, lieben die das Spiel halt so, wie es ist. Und ja, ich meine, ist ja bei mir im Prinzip auch. Ich liebe das Spiel auch, obwohl es halt nicht unbedingt das beste Dragon Quest ist. Es ist halt richtig gut, aber nicht das beste, sage ich mal. Und deswegen kann ich mir vorstellen, ist halt auch der allgemeine Hype um das Spiel relativ groß. Zumindest so in der ganzen Dragon Quest-Serie. Weil wenn ich mal so angucke, ich glaube, das Spiel ist auch außerhalb von Japan das Dragon Quest mit den meisten Verkaufszahlen. Und deswegen verstehe ich nicht, wieso Square Enix Dragon Quest 10, das Dragon Quest MMO, nicht nach Europa gebracht hat. Ich wette mit euch, das wäre durch die Decke gegangen. Ich wette es mit euch, weil so viele Leute Dragon Quest 9, also auch so ein bisschen MMO-Inhalt hat, sich mit ein paar Leuten halt treffen über den Online-Servers und dann da ein paar Grotten erkunden, was weiß ich. Das ist alles so ein bisschen MMO-like. Und ich hätte mit euch, da hätten so viele Leute zu Dragon Quest 10, wenn es uns erschienen wäre, zugegriffen. Ich denke mal, als Dragon Quest 11, wenn es rauskommt, werden sich auch ein paar kaufen, bestimmt. Die Dragon Quest-Fans sowieso und halt die Dragon Quest 9-Fans auch, denke ich mal. Aber ich wette mit euch, hätten die Dragon Quest 10 zu uns gebracht, das wäre durch die Decke gegangen. Genau wie Final Fantasy 14. Das Spiel ist ja auch ein MMO und ja, die Final Fantasy Serie kommt im Westen ganz gut an, aber ist halt nicht so krass wie in Japan. Und dann kam Final Fantasy 14, da spielen auch so viele Leute, die eigentlich nicht unbedingt Final Fantasy Fans sind, sag ich mal. Einfach, weil es halt ein ziemlich gutes MMO ist. Und deswegen verstehe ich nicht, wieso Square das nicht gemacht hat. Ich meine, es ist ein verdammtes MMO. Klar, da ist mega viel Text drin, das ist klar. Aber das ist bei einem normalen Rollenspiel halt auch so. Deswegen verstehe ich nicht, wieso die Dragon Quest 9 nach Europa gebracht haben, zum Beispiel. Was halt auch scheiße viel Text hat, vor allem durch die ganzen Missionen und so. Und sowas halt nicht. Ich meine, ich bin froh drum, über jedes Dragon Quest, was halt zu uns bringt. Ich bin auch mega froh, dass die Teil 11 zu uns bringt. Ich bin mega froh, dass sie damals Teil 8 zu uns gebracht haben und auch die D3DS-Version. Ich bin auch mega froh, dass sie Teil 7 endlich mal zu uns gebracht hatten und so. Ich bin unfassbar froh über die ganzen Sachen, aber ich verstehe halt nicht, wie sowieso ein Spiel, was halt durch die Decke hätte gehen können, nicht zu uns gebracht haben. Ich meine, es gibt ja bestimmt auch für jedes MMO 1000 Erweiterungen und DLCs und sowas in der Richtung. Mir hätte es erstmal gereicht, wenn die das Hauptspiel zu uns gebracht hätten und die DLCs immer mal wieder nachgeliefert hätten, wenn es halt gut ankommt. Das hätte ja vollkommen gereicht, sag ich mir erstmal. Das wäre auch ein Dauer-LP auf meinem Kanal gewesen, glaube ich, wenn die Dragon Quest 11 zu uns gebracht hätten. Aber auch mal sowas von.
Das wäre ja so krass gewesen. Oh Mann, ey. Ja. Deswegen, vielleicht kommt er zu uns. Ich meine, es ist bald E3. Square, ihr könnt uns positiv überraschen. Naja, genau, wir können mal über E3-Spekulationen von Square reden, wo wir schon mal hier sind. Also, ich denke mal, man wird definitiv was zu Dragon Quest 11 sehen. Das ist klar, weil das Spiel kommt im September raus. E3 ist im Juni. Das sind dann noch 3 Monate Zeit. Und deswegen werden sie der westlichen Welt bestimmt noch was davon zeigen. Weil im Prinzip war... Oh, hi. Neuer Gegner. Nice. Gaul des Grauens. Das ist ziemlich praktisch, weil ich weiß, dass es eine Sondermission gibt für einen bestimmten Grottenboss, wo man den in unter 5 Runden besiegen muss, um von dem ein bestimmtes Item zu bekommen. Das ist interessant. Gut, ihr seht schon, die ganzen Grottenbosse kommen jetzt als als Gegner hier in den Dungeons mit vor. Als ganz normale Random Encounter. Ich verstehe zwar nicht wieso, aber es ist halt so. Umgefärbt und so, aber egal, genau. E3-Pläne. Ich wette, sie werden uns was zu Dragon Quest, Dragon Quest 11 zeigen. Das ist eigentlich Fakt, weil sie wollen das Spiel nur ordentlich pushen. Und wenn es halt bald rauskommt, macht das Sinn. Und. Okay, das ist gar nicht so schön, wie ich dachte. Sehr schön. Bekomme ich das Item jetzt oder muss ich die. Okay, ich muss schon mal die Quest dafür annehmen, alles klar. Okay, alles klar, okay. Gut. Oh, hi, du bist auch neu. Genau, so, Dragon Quest 11. Sie werden bestimmt nochmal den Hype ankurbeln wollen, deswegen werden sie dazu zu 90% was zeigen. Dann, es sind ja richtig viele Spekulationen dazu, dass sie was zum Final Fantasy 7 Remake zeigen werden. Weil, das kommt ja... Scheiße. Das ist gerade ungut. Das kommt ja, oder es. Ich denke mal, das wird irgendwann nächstes Jahr definitiv. Oder was heißt definitiv? Aber ich denke mal, es wäre halt klug, sie wollen das in Episoden releasen, nächstes Jahr schon mal die erste quasi zu veröffentlichen. Das, ja, würde halt schon mal so ein bisschen. Ich denke mal, 2018 wird definitiv nichts mehr kommen dazu, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber 2019, das wäre halt möglich, wer weiß. Ja, genau. Deswegen, um da halt nochmal so ein bisschen den Hype anzukurbeln zum Beispiel, könnten sie dazu auch was zeigen. Ich meine, es müsste ja nur ein neuer Trailer sein, das würde mir schon ausreichen. Dass man schon mal so ein bisschen was vom Spiel sieht, weil die haben das 2015 angekündigt und, alle waren mega hyped und seitdem hat man nichts Richtiges mehr gehört. Eigentlich nur schlechte News zu dem Spiel. Weil es war eine bestimmte andere externe Firma am Spiel beteiligt. Die haben sich vom Projekt abgezogen zum Beispiel. Also dass sie daran nicht mehr entwickeln durften, wieso auch immer. Wahrscheinlich waren sie damit nicht zufrieden. Und die machen es jetzt intern. Und ja, man hat kaum was gehört, aber jetzt inzwischen kamen immer mehr News zu dem Spiel raus, so kleinere Dinge. Es gab ein paar Interviews zum Beispiel und da wurde gesagt, dass sie nochmal ein bisschen die Charaktermodelle zum Beispiel von Cloud und Bix im Vergleich zum 2015er Trailer geändert haben zum Beispiel. Es wurde bekannt, dass Nobuo Uematsu, der Komponist von ziemlich vielen Final Fantasy Spielen, den Soundtrack zum Glück übernimmt. Das heißt, es macht kein anderer... Und Nobuo Uematsu rearrange den Soundtrack, was mich unfassbar glücklich macht, weil, ja, Nobuo Uematsu ist einer meiner absoluten Lieblingskomponisten. Und, wenn der an so einem krassen Spiel arbeitet, an so einem krassen Remake, kann das eigentlich nur gut werden. Der Final Fantasy VII Soundtrack ist auch einfach, einer der besten von ihm, definitiv. Und deswegen, ja, bin ich gespannt, was er daraus macht, sag ich mal. Und dann, ja... Ich denke mal, die werden schon was zu E3 dazu zeigen. Wenn es auch nur ein kleiner Hype-Trailer ist oder so. Ich denke schon. Dann, Kingdom Hearts 3 ist eigentlich ziemlich sicher, dass sie dazu was zeigen werden. Weil das Spiel soll ja angeblich noch 2018 rauskommen. Vor kurzem war ja auch ein Anspiel-Event für die Presse, wo sie das Spiel testen konnten und so. Und deswegen, ich denke schon, dass sie das definitiv dieses Jahr
raushauen werden und dazu auch was auf der E3 zeigen werden. Das ist eigentlich ziemlich sicher. Und, ja, ich bin gespannt, was sie noch daraus machen werden. Wie gesagt, meine drei Tipps sind auf jeden Fall Dragon Quest 11. Oh Gott, geh weg. Final Fantasy 7 Remake und Kingdom Hearts 3. Das sind so Sachen, die, da bin ich mir ziemlich sicher, dass man dazu wenigstens was Neues sehen wird. Und dann, was hat Square noch? Es könnte was zum neuen Tomb Raider kommen. Das soll ja auch, glaube ich, dieses Jahr sogar schon rauskommen. Ist ja auch eine Marke von Square, beziehungsweise sie haben es gepublished. Ich weiß nicht, was entwickelt. Und ja. Deswegen wird dazu wahrscheinlich noch was kommen. Wurde ja irgendwann Anfang des Jahres, glaube ich, angekündigt. Deswegen, wow, dankeschön. Deswegen wäre das, ja, möglich, dass sie was zu zeigen. Ja, bestimmt noch so ein paar kleinere Spiele, mit denen niemand rechnet. Da bin ich mir auch sicher. Und, ja, das war es eigentlich auch schon. Was ich so definitiv erwarte. Ich bin sehr gespannt auf die E3. Vor allem, ob sie halt irgendwas zu Dragon Quest 11 zeigen werden. Oh Mann. Sagt mir, dass das Spiel einfach endlich rauskommt, was ja eigentlich schon bestätigt ist, und ich bin so glücklich. Sagt mir, dass das Spiel früher rauskommt. Hat es momentan auch angekündigt. Das wäre so geil. Stell dir das mal vor, das Spiel würde schon früher rauskommen. Und ich muss Dragon Quest 11 eigentlich Let's Play. Wenn ich das nicht machen würde, wäre meine Ehre als JRPG-Kanal zum einen verletzt und auch als Dragon Quest-Fan. Ach man, ey. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich da definitiv so viele Parts wie möglich am Tag machen werde. Alle anderen Projekte werden komplett zurückgefahren. Dann kommt nur noch Dragon Quest 11 wahrscheinlich. Oh, ich freue mich so auf dieses Kackspiel. Es wird so geil. Mann, ey. Aber okay. Das war genug Hype. Ich werde die Grotte privat zu Ende spielen. Und dann werden wir mal gucken, was da für ein spannender Boss kommt. Wenn es neuer ist, dann sehen wir uns im nächsten Part dort unten beim Boss wieder. Wenn es kein neuer ist, dann halt nicht. Also nicht Manuel Neuer, ha, Fußballwitz. Ich hasse Fußball, aber ha, 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 witzig. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part von Dragon Quest 9. Wieder und ciao, euer Vibro, tschüss.